Hallo, ich begrüße Sie zur wissenschaftlichen Tagesschau heute Talks am Telefon. Unseren heutigen Gast will ich gerade mal ins Bild holen. Da ist er. Das ist... Und Sie stellen sich am besten kurz selber vor. Sie kommen ja, glaube ich, überwiegend aus der Psychologie auch, ne? Jawohl. Guten Tag, Herr Dillin. Guten Tag, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Harald Wallach, ich bin Psychologe von der Ausbildung her, habe in dem Fach habilitiert und habe mich lang mit klinischer Forschung beschäftigt und habe mich auch mit Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung befasst, habe dort eine zweite Promotion gemacht und beschäftige mich im Moment so in diesem Themenbereich Gesundheit, Bewusstsein und Wissenschaft. Genau, und ich habe gesehen, auch Komplementärmedizin ist für Sie. Ja, das ist mein ursprüngliches Gebiet. Ich habe Evaluation von Komplementärmedizin sehr viel gemacht und mich über diese Bereiche natürlich mit Medizin beschäftigt, mit Fragen der Gesundheit und derlei Dingen. Und sogar Homöopathie? Ja. Habe ich gesehen. Ja, das ist mein erstes Gebiet gewesen. Das passt alles auch sehr gut zu den nextscientistforfuture.de und dem Weltrat der Weisen. Weil wir sozusagen, kommen wir nachher dazu, zu den Fragen, ja auch eine völlige Chancengleichheit herstellen wollen für jegliche Form der Medizin, auch die Komplementärmedizin, die ja im Moment überall gedisst wird, wenn man es mal so modern sagen will. Ja, das stimmt. Ja. In Österreich ja sogar richtige Hetzkampagnen gegen die Homöopathie, ohne dass überhaupt geklärt ist, dass jemals die Schulmedizin effizienter war. Ne? Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Ja. Aber wir beginnen ganz einfach damit die Zuschauer ganz kurz so meine erste Frage an Sie. Was war es für Sie? Wir haben ja mittlerweile hunderte von Argumenten von 120 Professoren und Doktoren und so weiter. Und mittlerweile auch von den nextscientistforfuture.de gab es ja auch jetzt schon 100 Sendungen über, was war für Sie das überzeugendste statistische oder sonstige Argument dafür, dass wir es hier mit einer Gefährlichkeitsübertreibung durch den Mainstream der Medizin zu tun haben bei Corona? Das waren für mich eigentlich verschiedene Daten, die ich mir angeguckt habe. Ich habe zunächst mal das naiv geglaubt, wie das jeder auch tut. Dann habe ich mir Daten angesehen und habe mich ein kleines bisschen kundig gemacht und gemerkt, dass es alles viel komplexer ist, als wir denken. Aber am meisten hat mich eigentlich verblüfft, als vor 3 Wochen ungefähr die chinesische Gruppe um Wu in Wuhan ihre Daten publiziert hat, dann habe ich mir die sehr genau angeschaut und gesehen, die Meldung der Daten ist ja immer um 2 Wochen verzögert in dem Peak. Ich habe Ihnen da eine Publikation geschickt und in dem Supplement in der Abbildung Nummer 3 sieht man sehr genau. Also ich bin jetzt auf einer E-Mail, da ist einmal Docs drin, Welle ist vorbei. Nee, nicht das Doc, sondern das PDF, das ich Ihnen geschickt habe, das sind die beiden Originalpublikationen, genauer gesagt die Originalpublikation und die Supplementpublikation zum Original von dieser Pan- und Kollegenstudie aus Wuhan. Und wenn man da auf das Supplement klickt, auf die Abbildung 3, dann Pan sieht man... JAMA, gell? Ja, genau, JAMA. Das mache ich jetzt mal auf. Und zwar die Abbildung 3 im Supplement. Supplement Online Content. Genau, das da, und da gibt es E-Figure 3. Augenblick, ich muss hier erstmal die Störung. Muss man runterrollen, ziemlich weit. Runterrollen, ja, jetzt sehe ich die Bilder. Ja, dann sehen Sie die E-Figure 3 und da sehen Sie unten so kleine Balkendiagramme bei 3b. Ja? Und diese Balkendiagramme, wenn man die ein bisschen vergrößert, dann sieht man, das gibt Ihnen die Verzögerung der Meldung an. Und da sehen Sie sowohl in der ersten Phase als auch in der zweiten Phase eine Verzögerung der Meldung im Mittel von mindestens 14 Tagen eher mehr. Ja, sehen Sie das? Ja, ich bin gerade... war gerade nur ein bisschen technisches Problem, das war die Figur 3, und dann sieht man diese Verzögerung. Ja, ja, genau, da sehen Sie, da gibt es so eine... 2 Wochen oder... Genau, ja. Das ist die Verteilung der Meldungen, also wann diese Leute von der symptomatischen bis zur statistischen Meldung kommen. Das dauert ungefähr 2 Wochen im Mittel, bei manchen Leuten viel mehr, bei sehr wenigen viel kürzer. Das hängt eben damit zusammen, dass die Labordaten eine Weile brauchen, bis in die Statistik eingehen. Das bedeutet... Genau. Das heißt, die tatsächlichen Fälle müssen 2 Wochen vorher gelegen haben.
Genau. Ja. Das heißt, man muss eigentlich alle Daten 2 Wochen zurückrechnen. Ja. Und wenn Sie jetzt noch weiter runterblättern ans Ende von dem Supplement, da finden Sie eine Tabelle, wann diese Reproduktionsrate des Virus unter 1 gefallen ist. Das ist die allerletzte Tabelle. Ja, ich habe hier. Und dann sehen Sie, das war der 6. Februar. Das kann ich mir deswegen gut merken, weil es mein Geburtstag ist. Das war der 6. Februar, da ist die Reproduktionsrate unter 1 gefallen. Ja, ich sehe hier richtig? Februar 11. sehe ich jetzt hier. 6. Februar. Richtig? Bei 6. Februar schon, ja, 6. Ja. Februar 0,78 sehe ich. Genau, das war der erste Tag, wo die Reproduktionsrate unter 0 gefallen ist. Ja. Und wenn Sie jetzt vom 6. Februar 2 Wochen zurückrechnen, dann landen Sie auf dem am Tag zwischen 23. und 24. Februar. Das zeige ich gerade, ja, das ist hier 3,82 sehe ich hier. Ja, und wenn Sie jetzt auf die Originalpublikation, auf die Abbildung 4 gehen, also auch JAMA, aber die Originalpublikation auf Abbildung 4. Also Figure 4. Ja. Da muss ich, glaube ich, aber das Bild wechseln, gell? Ich muss genau, da müssen Sie antippen. Das Bild wechseln, da müssen Sie in die andere. Ja, da gehe ich jetzt rein, gehe auf Anzeigen und jetzt zeigt er mir das an. Und da finde ich jetzt Figure 4, ja? Genau. Ich gehe gerade runter. Ist die quergestellt? Ja, und da sehen Sie jetzt, am 6. Februar geht die Reproduktionszahl unter 1. Und jetzt rechnen Sie 2 Wochen zurück, dann landen Sie am 23. Januar. Ja. Ja. Und das ist genau der Tag, an dem der Flughafen geschlossen wurde. Ja. Das bedeutet, die Reproduktionszahl dieses Virus fällt unter 1, noch bevor irgendwelche Maßnahmen getroffen wurden. Mhm. Ja, einleuchtend. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das richtige Bild dazu hatte. Also Figure 4 muss es ja heißen. Genau. Und da wird diese Reproduktionszahl abgebildet im Kontext dieser Maßnahmen und der verschiedenen... sehe ich sie, das ist diese Kurve hier, Figure 4. Genau, vier. Das ist diese Kurve hier und da sehen Sie den 23. Januar eingetragen, das ist nämlich der Tag, an dem in Wuhan der Flughafen... Ich mache mal ein bisschen größer hier für die Zuschauer, damit es ein bisschen besser zu sehen ist. Und jetzt sehen wir hier Januar 10., ja, welches Datum soll ich an... 23. Januar. Da sind wir, genau. Das ist der Tag, an dem der Flughafen abgeriegelt wurde und von dem an diese ganzen Public Health Maßnahmen eingesetzt wurden. Ja. Und da sinkt es drastisch ab, die Kurve, ne? Und der Punkt ist, man denkt, das dauert jetzt 2 Wochen, bis die Kurve absinkt am 6. Februar. Das ist ja auch so, aber man muss eben eigentlich diese ganze Kurse 2 Wochen vorverlagern. Also ist eigentlich schon 2 Wochen vor dem Shutdown in China quasi die Kurve schon drastisch gesunken. Echo, das ist die Botschaft, ja. Ich habe den Professor Wu extra gefragt, ob er das zurückdatiert hat, das hat er nicht gemacht. Ja. Und das ist eigentlich auch ein gravierender Fehler, finde ich, den die Referees von JAMA übersehen haben, denn eigentlich dürfte diese Information nicht im Supplement versteckt sein und so zum Zusammensuchen für die Leser, sondern das müsste eigentlich an prominenter Stelle präsentiert werden. Das ist offensichtlich unterblieben, wahrscheinlich weil die Leute das selber gar nicht gesehen haben oder weil alle so fixiert waren auf diese Information, dass die Public Health Maßnahmen die Reproduktionsrate des Virus unter 1 gedrückt haben, dass das niemand gemerkt hat. Aber das war das, was mich als am allermeisten verblüfft hat. Und da habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Weil wenn dieses Virus so furchtbar schrecklich gefährlich wäre, dann würde sich das nicht von selber unter die Reproduktionsrate von 1 katapultieren, ohne dass irgendwer was macht. Ja, ja. Und Professor Stefan Homburg hat ja eine ähnliche Argumentation. Er sagt, vor dem deutschen Lockdown war die Kurve schon im Absinken. Richtig. Ja, und wenn man das jetzt auch mit den europäischen Daten macht, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber man weiß, dass man das tun muss, 2 Wochen zurückverlegen. Die aktuellen Kurven, die habe ich jetzt in meinem neuesten Text auf der Webseite präsentiert, das habe ich Ihnen auch geschickt. Da habe ich für ein paar Länder zumindest... Was muss ich dazu anklicken? Die andere E-Mail? Die andere E-Mail mit dem Text, den ich Ihnen geschickt habe. Die Welle ist vorbei, heißt der Text. So. Und da sind noch ein paar Abbildungen drinnen, wenn Sie ganz runter scrollen, kommen insgesamt... Ich mache es gerade auf, ja, Anzeigen.
Dann gehe ich hier, mache ich erstmal diese Störung hier weg an der Seite und dann ganz runterziehen, ja? Ja, und dann sehen Sie ein paar Grafiken, 6 Grafiken oder 7. Ja, sehe ich. Das sind einfach die standardisierten Fallzahlen. Da habe ich Folgendes gemacht, ich habe die Daten des European Center for Disease and Prevention, Disease Control and Prevention genommen, die publizieren die ja täglich und habe die so bearbeitet, dass die Daten, die standardisierte, auf die Bevölkerungszahl standardisierte Fallzahl von Fällen und Todesfällen in verschiedenen Ländern darstellen. Das heißt, die Zahlen sind alle auf 100.000 Bewohner standardisiert. Das ist etwas, was ich sowieso extrem wichtig finde, weil normalerweise immer nur mit diesen Absolutzahlen rumgeworfen wird und das ist völlig irreführend, weil sie können nicht Zahlen in Amerika mit Zahlen von Andorra vergleichen. Ja. Und das habe ich jetzt also hier gemacht. Ich habe die Zahlen auf die Populationsgröße standardisiert, die auch in dieser Datenmatrize mitgeliefert wird und habe die dann wöchentlich aufgetragen. Das heißt, Sie sehen in dieser Grafik wöchentliche Fallzahlen, das sind die blauen Balken, und wöchentliche Todeszahlen für verschiedene Länder. Ich habe jetzt nur Deutschland, Belgien, Österreich, Schweden, Italien. Ah ja, ich sehe es. Die erste Skizze ist Deutschland, die zweite Österreich. Ja, dann kommt Estland als Beispiel, Frankreich. Sterbezahlen sind. Ne? Mhm. Und in jeder Grafik ist ein Land abgebildet und in jeder Grafik sind die standardisierten Fall- und Sterbezahlen immer für 100.000 Einwohner abgebildet. Da sehen Sie zum einen mal, dass die Varianz nicht so riesig groß ist, wie man immer denkt. Es gibt schon Länder, wo es weniger sind, wie Österreich zum Beispiel, und Länder, wo es mehr sind, wie Belgien zum Beispiel. Aber die großen Unterschiede, die immer zwischen Deutschland und Schweden zum Beispiel gemacht werden oder zwischen Deutschland, Frankreich und Schweden, die sehen Sie, fallen in den standardisierten Zahlen relativ ähnlich aus. Und was Sie auch sehen ist, die Kurven haben alle einen Peak und der Peak fällt schon in diesen Kurven auf die erste Aprilwoche. Ja? Fast alle Peaks, also die höchsten Fallzahlen. Danach geht's bergab. Und dann sinkt es ab, genau. Ja. Und jetzt müssen Sie diese ganzen Fallzahlen auch auf der europäischen Statistik mindestens 2 bis 3 Wochen vorausdatieren, weil hier gilt das Gleiche. Bis die Zahlen gemeldet werden und bis die Zahlen im Labor in die Statistik kommen, vergehen mindestens 2 Wochen. Ja. Ja. Und diese 2 Wochen, die müssen Sie hier einkalkulieren und also den Peak noch weiter vordatieren. Und dann habe ich diese schwarzen Pfeile eingezeichnet. Das sind die Zeitpunkte, zu denen dokumentierte politische Public Health Maßnahmen eingeführt wurden. Also zum Beispiel der Lockdown des Landes oder Schulschluss oder wie die alle in den einzelnen Ländern waren. Und da sehen Sie zum Beispiel für Österreich, wenn man diesen Pfeil jetzt 2 oder 3 Wochen nach hinten verlagert oder umgekehrt die Kurve 2 oder 3 Wochen nach vor verlagert, dann fallen die Public Health Maßnahmen in vielen Fällen entweder hinter dem Peak oder kurz davor. Ja, in die fallende Kurve letztendlich. Genau, das bedeutet, diese ganzen Maßnahmen haben eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf den Verlauf der Infektionskurve. Das sind eigentlich Placebo-Maßnahmen, die man natürlich verstehen kann, aber die eigentlich sachlich wenig zum Verlauf der Kurve beitragen. Die beeinflussen möglicherweise die Höhe dieser Kurven, also wie viele Menschen infiziert werden und wie viele Menschen dann in der Folge sterben, klarerweise. Aber die beeinflussen nicht die Dynamik der Infektion oder nur sehr unwesentlich. Ja, wobei die infizierten Zahl natürlich auch von dem Testfuror abhängt. Jeweils. Das hängt davon natürlich genauso ab, ne? Klar. Aber also, ich meine jetzt mal, all die anderen Sachen weggelassen, sehen Sie schon so, die Infektion hat eine eigene Dynamik, die dauert ungefähr 6 bis 7 Wochen und dann fällt sie ab. Das hat im Übrigen auch Isaac Ben Israel, das ist ein israelischer Forscher, in der Israel Times publiziert. Das sind genau die gleichen Daten, die der gefunden hat. Genau. Und das finde ich sehr verblüffend, weil das doch bedeutet, wir haben es hier mit einem Erreger zu tun, der hat eine ganz eigene Dynamik, wie ja die meisten Erreger ihre eigene Dynamik haben, die nach ungefähr 7 bis 8 Wochen abfällt. Und dann zieht sich der zurück. Warum auch immer, dazu kann ich nichts dazu sagen. Ich bin kein Infektiologe, aber mir fällt es einfach in den Daten auf. Ja. Und deswegen scheint mir, dass diese Public Health Maßnahmen erstens zu spät kamen. Wenn man was hätte tun wollen, dann hätte man sehr, sehr früh
Wuhan abriegeln müssen. Das ist nicht geschehen, weil in der ganzen Zeit zwischen 10. Januar und 23. Januar, wo dieses chinesische Frühlingsfest war, war sowohl in Wuhan als auch in ganz China absolute Reisefreiheit. Da haben sich alle Menschen bunt gemischt. Und nach der Abregelung, haben chinesische Wissenschaftler errechnet, hat es ungefähr 2,8 bis 5 Tage gedauert, bis das Virus überall sonst war. Das bedeutet, diese Abregelung des Flughafens war eigentlich, hat überhaupt nichts verändert an der Dynamik der Infektionsausbreitung. Ja. Die war höchstwahrscheinlich schon viel, viel früher bei uns. Wir haben es gar nicht gemerkt und als wir es gemerkt haben, war es eigentlich schon vorbei. Ja, ja, ja. Und deswegen, also mein Argument ist, ich gehe hier mal auf Ihre Skizze von Schweden da, die ist ja auch hier unten, zeigt die mal nochmal. Das Auffällige ist ja auch, dass die schwedischen Sterbezahlen, die genannt wurden, wobei wir ja da auch wieder nicht wissen, ob da jemand an Corona oder mit Corona gestorben ist. Ja, das wissen wir sowieso nie, klar. Das wissen wir sowieso nie, aber wenn wir jetzt mal unterstellen wären, das wären alles echte Corona-Tote, dann ist trotzdem erstaunlich, dass Schweden mit seinen fast null Maßnahmen deutlich unter vielen anderen Staaten mit, auch Frankreich hat ja drastischste Maßnahmen gefahren und trotzdem liegt Schweden deutlich, und zwar ganz deutlich darunter. Das heißt also, hier muss es wahrscheinlich zu Schädigungen und Todesfällen durch die Maßnahmen gekommen sein, durch die Panikmache und auch das ist alles denkbar, das wissen wir nicht, aber zum Beispiel Italien hat ja das Land relativ rasch schon die Regionen abgeriegelt. Das hat nichts an der weiteren Dynamik geändert. Auch in Spanien war das so. Das bedeutet, höchstwahrscheinlich sind da ganz andere Faktoren drinnen, die völlig unberücksichtigt bleiben. Zum Beispiel Strukturprobleme des Gesundheitswesens, Luftverschmutzung in Nordamerika. Keine Ahnung, vielleicht sind es irgendwelche Medikationen der Bevölkerung, die unberücksichtigt einhergehen. Möglicherweise sind es gesundheitliche Belastungen. Das sind alles Faktoren, Selbstmorde die wegen nicht Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit, was auch immer. Und deswegen, ich will es abkürzen, weil das, wir haben es, das ist völlig überzeugend, ja, auch denke ich auch jetzt für die Zuschauer schon. Und mein Hauptargument ist wirklich Schweden. Ich kann es noch mal so kurz sagen, wie ich so kurz überschlagen habe. Also ich würde heute eine also die klassische Tagesschau so beginnen und die Heute-Sendung. Wissen Sie, in Schweden sterben täglich im Winter, streiten wir nicht über 50 plus oder minus, ungefähr 400 Tote jeden Tag in Schweden im Winter bei Grippezeit. Ja? Und jetzt haben wir in den letzten 100 Tagen, wo ja angeblich überall dieses Killer-Virus, das angebliche Killer-Virus unterwegs sein soll, da haben wir jetzt in den letzten 100 Tagen hätten wir eigentlich 40.000 Tote ganz normal in Schweden zu erwarten gehabt. Denn die haben ja circa 10, so und so viele Millionen Einwohner. Da müssen also innerhalb der letzten 100 Tage sowieso 40.000 Menschen gestorben sein. Jetzt wird behauptet, Schweden hätte an die 2.700, 800 echte Corona-Tote, von denen, wo wir nicht wissen, ob wir das glauben sollen, dass es sich um echte, reine, aber wir unterstellen mal, es handele sich um reine Corona-Tote. Dann hätten wir im schlimmsten Fall eine Schwankung von 40.000 zu erwartenden Toten auf 43.000. Das ist undramatisch und das rechtfertigt keine drastischen Maßnahmen. Außerdem kann ein Teil dieser 3.000 Toten erstens durch die von außen, durch die anderen Länder verursachte Arbeitslosigkeit in Schweden verursacht worden, durch die herangetragene Panik und alles mögliche denkbar. Alle möglichen Faktoren sind da denkbar, die überhaupt nicht kontrolliert wurden und auch nicht, natürlich nicht kontrollierbar sind, denn die Außenwelt hat ja alles getan, um in Schweden eine maximale Panik auszulösen. Ja. Ne? Also von daher, und dann habe ich es noch verglichen, wenn ich mir vorstelle, in den letzten 100 Tagen hätte ich betrachte den Coronavirus als relativ schnell sich ausbreitend. Offensichtlich, ja. Ja, etwas schneller als sonst. Also wenn wir jetzt es mit einer Pest zu tun hätten, einem Pesterreger, die sich schnell ausgebreitet hätte, hätten wir jetzt in den letzten 100 Tagen eigentlich 3 Millionen Tote in Schweden verzeichnen müssen. Ja, das ist natürlich völlig aberwitzig. Außerdem stimmt es nicht, das sehen Sie auch in dem Text, den ich Ihnen geschickt habe. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe so durchschnittliche Infektionszahlen unterschiedlicher Infektionen zusammengestellt. Das ist die erste Tabelle in dem Text, den Sie da gerade aufhaben.
das sieht man, für den Coronavirus 2 Erreger haben wir so eine Infektiosität, die geht von ungefähr 3% in der amerikanischen Kohorte, über 5% in der taiwanesischen Kohorte bis zu 12%, 14% in der Kohorte von dem Schiff und 15% waren es jetzt in der Kohorte, die Professor Stregin in dieser nordrhein-westfälischen Gemeinde untersucht hat. Das sind also keine exorbitant hohen Zahlen. Die mittlere Infektionsrate von Grippeviren liegt in Meta-Analyse von 60 Studien in Heimen, die ja sehr engen Kontakt haben, bei ungefähr 21%. Wir haben es also mit einem Erreger zu tun, der nicht wesentlich viel infektiöser ist als Grippe. Ja, ja. Und möglicherweise bei den Leuten, die wirklich schwer krank werden, erheblich mehr Probleme verursacht. Das ist mit Sicherheit so. Aber es sind wesentlich weniger Leute, die davon betroffen werden, als in allen Modellen, denen unsere politischen Maßnahmen zugrunde liegen, ausgerechnet werden. Ich habe das Modell. Kannst du ja kurz so sagen, gell, dass die Schweden einfach die normale Wintersterblichkeit zugelassen haben? Haben versucht, ihre Alten zu schützen, haben selbst zugegeben, dass sie da einige Fehler gemacht haben. Mhm. Sie hätten ihre Vorerkrankten besser schützen können, ihre sogenannten Risikofälle. Ja. Aber da haben sie ein paar Fehler gemacht, das haben sie auch zugegeben, selbstkritisch. Ja. Aber im Großen sind sie jetzt durch. Ja. Und sie haben so eine Herdenimmunität, dass jetzt eigentlich gar nichts mehr passieren kann. Das während der sehen, schlimmste ja. Fall, den man jetzt für Deutschland fantasieren kann, man droht uns ja ständig mit einer zweiten Welle, das ist vielleicht sogar nicht absolut ausschließbar, weil wir ja so künstlich runtergedrückt haben und die Durchseuchung verhindert haben. Wir haben ja die natürliche Herdenimmunität verhindert. Denkbar, ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber nee, auf jeden Fall, was wir sehen, da ist, dass... Da mache ich mir am ehesten Sorgen, dass wir als Folgeprodukt dieser Fehlentscheidung sozusagen das Problem größer gemacht haben. Da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen, weil was man offensichtlich sieht, ist, dass die meisten Menschen mit ihrer natürlichen Immunität, mit der unspezifischen Immunität, nämlich die wir haben gegen solche Erreger, offensichtlich sehr gut mit dem Ding zurechtkommen. Es gab ja auch bei HIV immer Leute, die das Virus gar nicht in ihre Zellen reingelassen haben. Ja klar, weil wir ja alle eine unspezifische Immunität haben. Und wenn man die Zahlen ansieht, dann sind offensichtlich maximal 15% wirklich davon betroffen. Und von denen, die betroffen wären, wären weniger als die Hälfte wirklich symptomatisch krank. Und von denen wären sehr wenige wirklich ernsthaft krank. Und das Problem, das wir haben, ist folgendes. Alle Modelle, denen die Politik folgt, das sind die Modelle vom Imperial College und die Modelle vom RKI, die ziemlich ähnlich sind, die gehen in ihren Grundannahmen davon aus, dass 100% der Infizierten 100% symptomatisch werden. Und alle diese Grundannahmen sind falsch. Ich habe an Herrn Anderheiden, der die Publikation publiziert hat, eine E-Mail geschrieben und habe ihn darauf hingewiesen und gefragt, wie er das sieht. Und ich habe keine Antwort drauf gekriegt. Das Problem ist, diese Annahmen sind falsch und keiner hat die Modellannahmen korrigiert und niemand hat die politischen Maßnahmen, die aus diesen Modellannahmen folgen, korrigiert. Ja, ich fasse zusammen. Wir haben es mit einem ganz klaren Fall, nicht ganz so eklatant wie bei der Schweinegrippe, denn ein bisschen stärker scheint Corona zu sein als die Schweinegrippe. Aber wir haben es mit einem eklatanten Fall der Gefährlichkeitsüberschätzung durch den Mainstream der Medizin zu tun. Absolut. Und danach sind auch dann alle Fehlentscheidungen der ja sich nicht auskennenden Politiker zwangsläufig. Und deswegen müssen wir uns jetzt die eigentlich wichtige Frage stellen. Wie konnte es denn dazu kommen, dass sozusagen ein ganzes Land an solch einer fragwürdigen Gefährlichkeitsüberschätzung jetzt möglicherweise zugrunde gewirtschaftet wird? Ne? Weil der Diskurs angstgesteuert war und weil, wenn wir mal im Angstmodus sind, wir aufhören, sorgfältig zu denken. Das ist das Problem. Ja, das wäre die Kurzantwort. Und da jetzt sind wir dabei, vielleicht muss ich jetzt ganz kurz sagen, der Weltrat der Weisen und dann auch die Arbeitsgruppe Next Scientists for Future.de hat sich zusammentelefoniert. Damals haben die Professoren sich zusammentelefoniert, zeitgleich als Greta Thunberg ihren ersten Streik begann. Am 20. August 2018.
Und zwar um die Anekdote vom alten China, die Sie vielleicht auch bestimmt schon mal gehört haben, nämlich dass der Arzt im alten China angeblich. Ja, das habe ich oft gehört, aber das ist noch nie bewiesen worden. Ich kenne diese Geschichte. Das ist nur eine Anekdote, deswegen bezeichnen wir sie als Anekdote, weil ich glaube nicht, dass China das jemals hatte. Aber es ist ein schönes Bild, dass sich auch die Grünen, die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen-Partei zum Vorbild für ihre Fachkommission Gesundheitspolitik genommen hatte. Und der Dr. Hildebrand hatte damals einen tollen Abschlussvortrag gehalten, wo er gesagt hat, wir brauchen eine Gesundheitsreform. Und ich ergänze jetzt, in der alle komplementärmedizinischen Techniken absolute Chancengleichheit bekommen, sozusagen. Und wir brauchen eine Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Mhm. Und ein mögliches Element dieser Reform könnte sein, eine neue Wahlstimme, halten Sie sich fest. Haben Sie schon mal von Bhutans Bruttonationalglück gehört? Ja, habe ich gehört, ja. Ja, also im Sinne dessen sozusagen Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, analog der Schulnoten. Wir fangen alle mit 3 bis 4 an und haben dann Spiel bis 6-. Wenn wir vorzeitig sterben, gibt es die 7 dauerhaft dann sozusagen und wir haben Spiel bis 1+. Und dadurch können wir sozusagen die Verdienstzuschläge aus den Krankenversicherungen an die Ärzte, an die Komplementärmediziner, wir würden den Markt öffnen für alle Komplementärmediziner und auch psychologische Verfahren und so weiter, Psychoneuroimmunologie, was auch immer, und Lebensstilmedizin und Ernährungsmedizin, Sport als Medizin und so weiter. Und dann würden die alle Mannschaften sozusagen, sei es Hausärzte oder Komplementäre, würden sozusagen sogenannte Gesundheitskommunen aufmachen, wo sie dann alles kostenlos anbieten. Ernährungsberatung, Einkaufsberatung, Sport, eigene Sportvereine. Wir denken uns, dass die Sportvereine übergehen sollten in solche von Fachleuten geleitete Gesundheitssportvereine sozusagen. Und über die Wohlfühlstimme mein Lebensmittelhändler hier vor Ort dann am meisten Verdienstzuschlag bekommt, sozusagen, wenn ich seltener krank werde als bei meiner Vorgeschichte und meiner familiären Vorgeschichte statistisch zu erwarten gewesen wäre. Ja. Herr Dill, jetzt muss ich langsam Schluss machen hier. Ja, wie finden Sie diesen Vorschlag? Also ja, finde ich eine gute Idee. Habe ich ja auch schon solche Ideen publiziert. Genau. Das und wie gesagt, ich würde Ihnen dann jetzt die Fertigstellung der kleinen Sendung sozusagen nochmal zuschicken. Soll ich Ihnen nur den YouTube-Link schicken? Brauchen Sie nicht, ja, YouTube-Link langt. Langt, sonst hätte ich Ihnen das Original zugeschickt, ne? Ja, dann danke ich Ihnen herzlich und ich glaube, wir haben neu verstanden, vielleicht letzter Satz von mir, dass eben auch gerade, weil wir keine Belohnung sozusagen für Gesundheitsförderung haben, neigt ein Durchschnittsmediziner durchaus zum Übertreiben der Gefährlichkeit von Erkrankungen. Klar. Absolut. Und diese Tendenz der Übertreibung aller möglichen Gefahrenquellen hat jetzt den ganzen Staat möglicherweise in eine schwere Krise gestürzt. Das könnte durchaus sein, ja. Ja? Ja gut, dann haben wir eigentlich alles Wichtige gesagt. Danke. Alles klar, dann gut. Bis demnächst. Gell? Bis demnächst. Tschüss, wiederhören. Wiederhören.